Ich öffne die Aussprache und erteile als erste Rednerin der Kollegin Silvia Kotting-Uhl, Bündnis 90 Die Grünen, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 11. März 2011, Dreifachkatastrophe in Japan, Erdbeben, Tsunami und in der Folge ein atomarer Gau im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi. Der Tsunami tötete 20.000 Menschen. Ihrer wird in Japan in diesen Tagen gedacht. Und zu Beginn unserer Debatte heute möchte ich mein Mitgefühl nach Japan senden und meine Verbundenheit mit den Menschen dort ausdrücken. 20.000 Tote durch den Tsunami, 470.000 Menschen, die verstrahlte Gebiete verlassen mussten. Ich glaube, in übergroßer Mehrheit sind wir uns hier im Bundestag einig, dass wir Dimensionen von Leid nicht abwägen. Japan ist ein äußerst technikaffines Land. Das Versagen seiner Atomtechnik eine nationale Kränkung, weshalb die japanische Regierung die Atomkraft immer noch als Teil der Energieversorgung will. Nicht aber die getroffene Präfektur Fukushima. Die hat den Atomausstieg beschlossen. Auch Nachbarkommunen der Atomkraftwerke verhindern mit ihrem Mitspracherecht den gewünschten Atomstromanteil. Für das japanische Energieministerium funktioniert die Rechnung auch nur, weil es die hunderte Milliarden Folgekosten für den GAU konsequent von den Kosten des Atomstroms abspaltet. 10 Jahre nach dem GAU von Fukushima gibt es immer noch Menschen, Parteien und Länder, die dem Atomlobbyismus erliegen. Der verlorene Glanz soll mit der Suggestion einer billigen, klimaschützenden, sauberen Energie wieder aufpoliert werden. Der Realität halten solche Behauptungen nicht stand. Ein AKW-Neubau mit angemessenen Sicherheitsstandards ist unter 10 Milliarden nicht zu haben. Die Kilowattstunde Strom kostet über 10 Cent. Eine heute installierte Photovoltaikanlage liefert Strom für unter 5 Cent. Auf der Suche nach neuen Förderquellen für Atomkraft fanden die Lobbyisten die Taxonomie und den Wasserstoff. Die Atomenergie als nachhaltige Geldanlage und gelber Wasserstoff dem Grünen an die Seite gestellt. Tricky gedacht, aber auf Fake fußend. Nachhaltig an der Atomkraft ist vor allem ihr Müll, der uns über 1 Million Jahre in die Pflicht nimmt. Und die gern bemühte CO2-Armut des Atomstroms entlarvt sich schnell, wenn wir die Kette von Uranabbau bis zur Endlagerung in den Blick nehmen. Den Vergleich mit erneuerbarem Strom hält Atomstrom nicht nur bei den Kosten, sondern auch beim CO2-Fußabdruck nicht aus. Wer Klimaschutz will, braucht Erneuerbare, und wer Erneuerbare nicht als Nische will, muss sich von Grundlastkraftwerken verabschieden, von Kohle und Atom. Trotzdem wird mancher nicht müde, eine Renaissance der Atomkraft herbeizureden. Was sagt die Realität? Nicht einmal die Hälfte der EU-Mitgliedstaaten will Atomstrom in der Zukunft. Schauen wir in die Welt, stellen wir fest, dass 50 Neubauplänen 190 Abschaltungen gegenüberstehen, die Zahl in betrieblicher befindlicher Atomkraftwerke verringert sich beständig. Das heißt, in dieser Frage ist die Welt viel vernünftiger, als manchen gefällt. Atomstrom wird sich in diesem Jahrhundert erledigt haben. Wo es nicht die Einsicht in das Risiko ist oder in die letztliche Unlösbarkeit des Atommüllproblems, wird es die ökonomische Vernunft sein. Zu teuer ist ein Argument, und Bill Gates kann irren. Aber auch wenn das Herbeireden einer Renaissance der Atomkraft am Ende nicht erfolgreich sein wird, richtet es Schaden an. Es verzögert die globale Energiewende und damit erfolgreichen Klimaschutz. Es verschlingt Ressourcen und verlängert das Risiko. Und deshalb zum Schluss meine Bitte an die Bundesregierung. Kehren Sie zurück zu der kraftvollen Haltung von 2011, als Deutschland parteiübergreifend den Atomausstieg beschloss. Vervollständigen Sie ihn mit der Schließung der Atomfabriken bei uns, die das globale Atomkarussell antreiben. Werden Sie, meine letzte Bitte an die Bundesregierung, Herr Präsident, werden Sie Nachbarländern gegenüber deutlich bei Laufzeitverlängerungen und Neubauplänen, und schweigen Sie nicht in der EU, wenn es um neue Förderquellen für Atomkraft geht.
Das sind Sie und wir alle dem 11. März 2011 schuldig. Vielen Dank. Frau Kollegin Kotting-Uhl, wenn ich Sie auf die Redezeit hinweise, dann ist das keine Bösartigkeit, sondern es ist dann für alle anderen Redner eine Benachteiligung, wenn Sie 40 Sekunden überziehen und die anderen mahne ich dann zur Ordnung. Deshalb, wie gesagt, keine Böswilligkeit, sondern ein dezenter Hinweis. Nächster Redner ist der Kollege Carsten Möhring, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor 10 Jahren hat ein Erdbeben einen Tsunami in Japan ausgelöst, der eine große Katastrophe zur Folge hatte mit vielen tausend Toten. Aber wir gedenken dieser Toten heute, wie Frau Kotting-Uhl gesagt hat, aber wir gedenken ihrer nicht wegen der Größe dieses Tsunamis, dann müssten wir das bei dem viel größeren Unglück 2004 auch tun. Gegen Naturgewalten ist niemand gefeit. Aber dieses Ereignis hatte eine andere Katastrophe zur Folge, die nichts mit einer Naturgewalt zu tun hat, sondern die zurückgeht auf menschliches Versagen. Die Katastrophe der Zerstörung mehrerer Kernkraftwerksblöcke in Fukushima mit der Folge nicht von Tausenden von Toten, aber von Hunderttausenden von Vertriebenen, die aus ihrer Heimat fort mussten und bis heute in provisorischen Unterkünften leben, ohne Aussicht darauf, in ihre Heimat zurückkehren zu können. Es ist ja nicht so, dass dieses Ereignis überraschend kam. Es hat eine lange Vorgeschichte von vielen anderen Unglücken. Ich erinnere mal an Harrisburg 1979 mit einer Teilkernschmelze, an Tschernobyl noch ein viel größeres Unglück im Jahr 1986 und dann Fukushima im Jahr 2011. Und in allen Fällen hatten wir als Ursache menschliches Versagen in verschiedenster Form. Und was an Fukushima so besonders war, ist eben die Tatsache, dass es sich um ein Hochtechnologieland handelt, dass eine Ingenieurkunst beherrscht, die unserer gleichgestellt ist. Und trotzdem führt es zu einem solchen Unglück, wo man sich hinterher fragt, wieso, wenn man so etwas an der Küste baut, rechnet man da nicht damit, dass so etwas passieren kann. Und das ist unser Problem. Wir sind offensichtlich nicht in der Lage, alle Varianten so zu durchdenken und auszuschließen, dass wir eine Technologie, die tatsächlich ein hohes Risiko birgt, nicht unter Kontrolle halten können mit hinreichender Sicherheit. Welche Schlussfolgerung hat die Welt, haben wir aus diesem Ereignis gezogen? Die Welt hat daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass die Ansprüche an Kernreaktoren immer höher geschraubt wurden, was die Sicherheit angeht, was zur Folge hat, dass sie immer teurer wurden. Ob die Rechnung von Frau Kotting-Uhl jetzt genauso stimmt oder ungefähr nicht, spielt gar keine Rolle. Die Größenordnung der Stromerzeugungskosten durch diese Kernkraft ist in eine Dimension angewachsen, die nicht konkurrenzfähig ist, vor allen Dingen nicht, wenn man den Lebenszyklus einer solchen Anlage vor Augen hat. Wir haben daraus die Schlussfolgerung gezogen, aus der Stromerzeugung durch Kernenergie auszusteigen. Und am Ende dieses Jahres werden wir diesen Ausstieg vollendet haben, denn dann wird das letzte Kernkraftwerk in Deutschland abgeschaltet. Jetzt legen die Grünen aus diesem Anlass hier einen Entwurf, einen Antrag vor. Und ich will auf die Ziele, die Forderungen im Einzelnen nicht eingehen. Aber es hat mich erschüttert, um es mal wirklich so auszudrücken, was in den Überlegungen dazu hier zu Papier gebracht worden ist. Da wird ein bestimmter Typus von Menschen angesprochen, der offensichtlich empfänglich dafür ist, mit Kernkraft Strom zu erzeugen. Und da wird eine Verbindung hergestellt, dass dieser Typus von Mensch Macht und Unabhängigkeit hochstellt, die er glaubt, durch Atomenergie zu erwerben. Eine andere Stelle, Lobbyisten und Länder, die sich von diesen haben einfangen lassen, versuchen, die Atomenergie weiterzuschreiben. Liebe Kollegen von den Grünen, also
Solche psychologischen Überlegungen mögen ja richtig oder falsch sein. Aber ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie damit unsere Nachbarländer für doof erklären? Für so doof, dass Sie die Argumente, die wir in Deutschland nutzen, um zu sagen, wir machen diese Politik, dass die die nicht auch machen? Das sind unsere Nachbarn und Freunde in Frankreich, in England, in Holland, in Polen, wo auch immer, in den USA. Die sind doch nicht so blöd, die haben doch einen Grund. Und sie haben eine andere Bewertung, als wir sie machen. Aber wir sind doch nicht die Besserwisser der Welt, die die Welt beglücken müssen mit dem, was wir machen, die andere das genauso machen lassen müssen, damit wir zufrieden sind. Wir haben souveräne Länder und wir haben natürlich gegenseitige Beeinflussung und Rücksichtnahme zu machen. Das ist richtig, aber mit diesem missionarischen Ansatz, andere nahezu zu zwingen, die Politik, die wir machen, nachzumachen, das halte ich für unvertretbar unter Freunden. Wir haben genug Baustellen, die wir noch lösen müssen. Da ist die Endlagerung, die Finanzierung über den Kennfonds, der eine gute Arbeit macht und gute Ergebnisse mit dem angelegten Geld erzeugt. Und ich will auch noch darauf hinweisen, wir haben in der 16. Atomgesetznovelle Ansprüche von Firmen regeln sollen, die auf die Produktion von Strom verzichten müssen. Wir haben dieses Gesetz gemacht, wir haben damals unter großen Bauchschmerzen das gemacht, wenn ich an die Debatte erinnern darf, die wir hier geführt haben. Und das Verfassungsgericht hat dieses Gesetz für nicht existent erklärt. Ich erwarte von dem Umweltministerium, dass sie sehr schnell diese Frage löst, bevor dieses Jahr zu Ende geht. Ich wünsche dem BMU dabei viel Glück, mehr Glück als beim letzten Mal, wo ich gemeint habe, das Problem wird nicht gelöst und es wurde nicht gelöst. Jetzt ist es an der Zeit und ich wünsche Ihnen viel Glück dabei, Frau Ministerin Schulze. Vielleicht sagt ihr das jemand, dieses Problem zu lösen. Herr Kollege, danke. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Kollege Möhring. Frau Künast, Sie haben erkannt, dass es manchmal von Nachteil, vielleicht auch von Vorteil ist, wenn man den Zwischenruf wegen der Maske nicht verstehen kann. Sie haben bei den letzten beiden Zwischenrufen die Maske dankenswerterweise abgenommen, sodass die Schriftführer und Schriftführer den Zwischenruf haben notieren können. Frau Kollegin Lötsch hat mit einer kräftigen Stimme, wie es bei den Linken typisch ist, darauf hingewiesen, dass man auch weiter nach vorne sitzen kann. So, nächster Redner ist der Kollege Dr. Rainer Kraft, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Präsident, werte Kollegen, und jährlich grüßt das Murmeltier, könnte man sagen, wie jedes Jahr instrumentalisiert die grüne Fraktion die 20.000 Todesopfer des Tohoku-Erdbebens. Und auf Antrag der grünen Vorsitzenden, wir haben sie gerade gehört, war eigentlich gestern eine öffentliche Anhörung im Umweltausschuss geplant zum Thema Fukushima. Erneut also hätten die Opfer des Erdbebens und der Tsunami-Flutwelle ausgeblendet werden sollen. Aber dazu kam es gar nicht, und der Grund ist beschämend, denn eine fachliche Expertise einer geladenen Expertin hat der Ausschussvorsitzenden und den anderen Obleuten nicht gepasst. Vorgeschlagen war Geraldine Thomas. Professor Thomas hat bahnbrechende Arbeiten an Strahlungsschäden am menschlichen Gewebe vorzuweisen. Sie hält einen Lehrstuhl für molekulare Pathologie an der medizinischen Fakultät des Imperial College in London. Sie hat häufig und oft Tschernobyl und Fukushima besucht und maßgeblich am Aufbau der Tschernobyl-Gewebedatenbank mitgewirkt. Und vor 2 Wochen wurde Professor Thomas als Officer of the Most Excellent Order of the British Empire ausgezeichnet. Meine Damen und Herren, wir reden also nicht im Gegensatz zu den diversen bezahlten NGO-Stimmungsmachern, die üblicherweise von den linken Fraktionen geladen werden, sondern wir reden hier von einer echten Expertin. Und das, dass eine Ausschussvorsitzende im Deutschen Bundestag mit übrigen Obleuten eine öffentliche Anhörung absagt, weil eine fachliche Expertise nicht passt, ist ein Skandal. Überraschend ist das allerdings nicht. Wir haben uns hier drin ja schon viel zu sehr daran gewöhnt, in der Praxis, dass man sich hier mit Stichwortgebern und Ja-Sagern umgibt. Und es ist gerade mal 3 Wochen her, dass wir hier im Deutschen Bundestag, hier von diesem Pult aus, darüber über den unseligen Einfluss der Politik auf die Wissenschaft geredet haben.
Nichts deutet derzeit auf eine Abhängigkeit der Wissenschaftler von der Politik hin. So sprach damals die Sprecherin oder die Rednerin der Unionsfraktion, Frau Mannes. Und selten ist eine Rednerin so dermaßen vorgeführt worden, denn genau zeitgleich zu ihrer Rede hat der bayerische Ministerpräsident Söder ein Mitglied des Bayerischen Ethikrates hinausgeworfen, weil ihm dessen fachliche Corona-Meinung nicht gepasst hat. Und in den folgenden 3 Wochen gab es weitere Fälle. Der Göttinger Polizeipräsident wurde in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Grund, er hatte sich kritisch gegenüber den Corona-Maßnahmen der niedersächsischen Landesregierung geäußert. Und Professor Feld wird nicht erneut in den Rat der Wirtschaftsweisen ernannt, weil der SPD und Vizekanzler Scholz seine fachliche Expertise zur Schuldenbremse nicht gefällt. Der Redner der SPD, bleiben wir dabei, Kollege Röspel sagte damals in der Diskussion vor 3 Wochen, Zitat, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Dieses in Artikel 5 des Grundgesetzes geschriebene Abwehrrecht gegenüber staatlichen Eingriffen ist auch Erfahrung aus der Nazizeit. Zitat Ende. Also welche Erfahrungen wurden denn gezogen, wenn Ministerpräsident Pistorius und Vizekanzler Scholz Experten rauswerfen, weil ihnen ihre fachliche Meinung nicht gefällt? Und der Gipfel der Heuchelei, wie immer, ist von Ihnen der Kollege, wir reden tatsächlich über 10 Jahre Fukushima und Kernenergie und nicht über das, was Sie aus Ihrer Sicht zu Recht anprangern. Aber das ist ein anderes Thema. Würden Sie freundlicherweise zur Sache kommen? Herr Präsident, wir reden auch über die gestrige Anhörung zum Thema Fukushima, die abgesagt worden ist durch die Aktionen der Vorsitzenden. Aber gut, Politik darf Wissenschaft nicht instrumentalisieren, sagte Ihr Kollege Gehring in der Diskussion vor 3 Wochen. Aber Sie, die Grünen, haben mit der Absage einer Fukushima-Diskussion genau das getan. Sie instrumentalisieren Wissenschaft und Forschung grundsätzlich. Sie laden grundsätzlich nur genehme, selbsternannte Experten aus der grünen Blase, die jenseits aller Fakten erdenkliche Horrorszenarien an die Wand malen, um Angst zu schüren und Panik zu verbreiten. Als Folge und mit der Unterstützung ihrer Abgeordneten stürmt dann eine Meute von Kohlegegnern den Bundestag. Und fassen wir zusammen. Jeder ihrer Anträge der vergangenen 10 Jahre, die er sich mit Fukushima beschäftigt hat, hat die verheerenden Folgen des Tohoku-Erdbebens und des Tsunamis völlig ignoriert. Die Opfer dieser Katastrophe, 20.000 Menschenleben, werden von Ihnen, den Grünen, Jahr für Jahr in ekelerregender, widerwärtiger Art und Weise instrumentalisiert. Und dafür sollten Sie sich schämen. Vielen Dank, Herr Kollege Kraft, bitte. Gut. Die Kollegin Gotting-Uhl möchte auf Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen eine Kurzintervention starten. Ich lasse das zu, Frau Kollegin Gotting-Uhl, bitte. Ich danke Ihnen, Herr Präsident, und ich weiß, wie schwierig das ist in diesen späten Abendstunden, dann immer noch mal was Zusätzliches. Aber ich möchte doch die anderen ein bisschen informieren, was der Grund für die Absage war. In der Tat, wir wollten zu 10 Jahren Fukushima einen Blick werfen nach Japan, wie die Situation dort ist, hatten uns geeinigt auf ein Tableau gemeinsamer Sachverständige. Die AfD wollte eine eigene Sachverständige. Und die Frau Thomas, die Herr Kraft nun erwähnt hat, von ihr berichtet hat, was er nicht ausgeführt hat, ist, dass diese Dame der Meinung ist, dass sich ergibt aus ihren wissenschaftlichen Forschungen, dass an den Menschen in Tschernobyl, die von der Tschernobyl-Katastrophe getroffen waren, von der Strahlenexposition, keine Schäden festzustellen sind, dass also ein atomarer GAU sozusagen sozial- und gesellschaftsverträglich ist. Und diese Botschaft wollte ich an einem Jahrestag von Fukushima nicht aus dem Deutschen Bundestag heraussetzen. Herr Kollege Dr. Kraft, Sie haben jetzt das Recht zur Erwiderung, auch 2 Minuten. Sehr geehrte Frau Gotting-Uhl, Sie haben es schon wieder getan. Schon wieder instrumentalisieren Sie hier Opfer. Und Ihre Ausführungen sind komplett falsch. Wenn Sie die Arbeiten von Frau Professor Thomas verfolgt hätten, sie hat selbstverständlich auch Langzeitfolgen von Tschernobyl festgestellt. Das heißt, Sie sind mit den Arbeiten von Frau Thomas überhaupt gar nicht vertraut. Und wenn wir auf die Titel Ihrer Anträge und die Inhalte Ihrer Anträge kommen, dort steht immer Fukushima. Gestern der Titel der Anhörung wäre Fukushima gewesen. Niemals hat sich einer Ihrer Anträge mit dem Tohoku-Erdbeben auseinandergesetzt. Niemals hat sich einer mit der Verbesserung von Küstenschutz beschäftigt oder mit Frühwarnsystemen von Erdbeben. Sie haben immer aus ideologischen Gründen ausschließlich immer auf Fukushima abgezogen. Sie haben diese 20.000 Menschen immer instrumentalisiert. Ihre Bundestagsvizepräsidentin hat das des Öfteren schon mal leichtfertig durcheinandergebracht. Und Sie werden auch zitiert im ostfriesischen Kurier, dass Sie einmal gesagt haben, dass in Fukushima 16.000 Menschen ums Leben gekommen sind.
Vielen Dank, Herr Dr. Kraft. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Nina Scheer, SPD-Fraktion. Und auf Ihrem Weg will ich noch mitteilen, Herr Kollege Dr. Kraft, es gibt nicht Ihre Bundestagsvizepräsidenten, sondern die Präsidenten und Vizepräsidenten sind die Präsidenten des gesamten Bundestages. Das habe ich jetzt phonetisch nicht verstanden. Das lag an Ihrem Dialekt wahrscheinlich. Aber gut. Frau Dr. Scheer, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn jetzt hier im Raum steht, dass die Erwähnung und die Fokussierung des atomaren Gaus und Unfalls von Fukushima eine Verharmlosung gegenüber den anderen Schäden wäre, die da auch an Menschenopfern und Tsunamischäden zu verzeichnen sind, dann ist das einfach falsch und das ist auch wiederum unwürdig gegenüber all den Opfern der Komplettkatastrophe. Damit wollen Sie wieder nur vertuschen, Sie wollen wieder nur verharmlosen, Sie wollen die Atomenergiefolgeschäden verharmlosen. Und wer vor ein paar Tagen nochmal den sehr aufschlussreichen Bericht im ersten deutschen Fernsehen gesehen hat, der nochmal daran erinnerte, was vor 10 Jahren passiert ist, hat auch der Tagesthemensprecher von damals aus Tokio heraus auch gesagt und das wiedergegeben: Man hat ja zuerst auf den Tsunami geschaut, man hat erst auf die Folgen des Tsunamis geschaut und in dem Moment, wo klar war, was das mit den Atomreaktoren macht, da war dann tatsächlich der Fokus angesichts dieser Dramatik auf dieser Situation. Deswegen uns hier im Haus insgesamt zu unterstellen, dass man den Opfern anderweitig nicht gerecht wird, ist einfach zynisch und das lenkt wieder nur ab von den Fragen, die heute zu 10 Jahren Fukushima in der Tat auch in Frage stehen. Es ist schon anderweitig erwähnt worden, es sind viele Opfer, sowohl tsunami-bedingt als auch unmittelbar aufgrund der Reaktorkatastrophen. Und Frau Kollegin Dr. Scheer, im Deutschen Bundestag ist es üblich auch, dass man Zwischenrufe macht. Wenn Sie das man stört. Hat irgendwie das Gefühl, man kann noch nicht mal Luft holen und kriegt schon wieder Worte. Ja, also gut, ich versuche es mal. Frau Kollegin, das Schicksal teilen Sie mit vielen Abgeordneten der AfD. Okay, das stimmt. Das stimmt. Das Schicksal, ja. Das Schicksal der Gemeinschaft hier. Also, ich wollte auf die Situation zurückkommen, auch im Zusammenhang mit den Krebsraten, die massiv steigen. Und da gibt es auch jüngste Berichte von Ärzten von vor Ort, denen Sie ja vielleicht dann wirklich auch mal Glauben schenken können, die davon sprechen, dass die Krebsrate von Kindern, die unter Schilddrüsenkrebs dann leiden, um das 20- bis 50-fache nach oben gegangen ist. Ich habe nicht jetzt weitere Zeit, weil ich noch viele andere Punkte aufführen möchte, aber alleine den Respekt vor den Opfern gebührt es doch, dass Sie nicht ständig durch Zwischenrufe diese schreckliche Dramatik relativieren. Ich wollte als zweiten Punkt dann aber auch auf die Atomenergiesituation weltweit eingehen. Und zwar muss es uns da doch schon auch aufrütteln, dass die Gesamtinvestitionen in Atomenergie, dass die eben doch deutlich in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen sind, weil man einfach erkannt hat, es ist mit Blick auf die Risiken, mit Blick auf die gesamtgesellschaftlichen Kosten einfach nicht mehr zu rechtfertigen, es ist nicht mehr opportun. Deswegen haben wir zurzeit weltweit 31 Milliarden US-Dollar in Investitionen in Atomenergie. Demgegenüber stehen aber 138 US-Dollar in Windenergie und 131 US-Dollar in Solarenergie. Einfach nur mal eine Größenordnung in den Raum zu stellen. Wir haben aber demgegenüber, und das muss uns auch zu denken geben, Forschungsausgaben, die nicht unbedingt dies widerspiegeln. Also so gibt es Forschungsausgaben, die weltweit gesehen immer noch 22% in Atomenergie bedeuten, demgegenüber nur 15% in erneuerbare Energien, 8% in fossile. Und auch in Deutschland gibt es über die Verflechtung mit ITER und andere Dinge in der Richtung auch immer noch jährlich 138 Millionen Euro, die wir da hineingeben. Und man muss schauen, dass das in der Europäischen Union
die Hälfte aller Forschungsausgaben ausmacht, sich an ITER zu beteiligen und an den weiteren Atomprojekten. Und das ist etwas, was ich denke, ist heutzutage nicht mehr hinnehmbar. Es spiegelt auch nicht die Investitionen, die weltweit getätigt werden. Hier muss eine Wende einsetzen, hier muss auch eine Überarbeitung des Euratom-Vertrages her, weil das nicht mehr zeitgemäß ist und ständig eine falsche Ausstrahlungswirkung auch in die Investitionen und die Forschungen gibt. Im Übrigen kann auch nicht weiter verharmlost werden, welch dramatisches Bedrohungspotenzial für terroristische Angriffe auch von der Situation im Umgang mit Atomkraftwerken ausgeht. Und es muss uns auch zu denken geben, dass die Laufzeit von Atomkraftwerken, weil es eben so unwirtschaftlich ist, in Neues zu investieren, immer länger wird und inzwischen schon bei ungefähr durchschnittlich 35 Jahren liegt. Und je älter sie werden, desto anfälliger sind sie und desto größer ist die Bedrohung auch, die von Atomkraftwerken ausgeht. Und insofern ist es auch richtig, dass wir uns in der Koalition auch dies zur Aufgabe gemacht haben, in einer von zwei Atomgesetznovellen, die in dieser Legislaturperiode noch mindestens anstehen, dann dort eben auch nochmal sich der Sache zu widmen, wie es denn mit dem Schutz vor terroristischen Angriffen bestellt ist. Als letzten Punkt möchte ich aber noch eingehen, wir bleiben noch eine halbe Minute, auf die Atomverflechtung, die zwischen Atomenergienutzung und Atomwaffen besteht. Und sie besteht einfach definitiv und wird viel zu selten thematisiert. Ausgangspunkt waren im Zuge des Zweiten Weltkriegs und der Entwicklung der Atombombe 50 Milliarden US-Dollar, die investiert wurden von Eisenhower im Manhattan-Programm. 100.000 Menschen waren damals beschäftigt. Und das war die Stunde Null der Atomenergienutzung. Das zu verleugnen wäre falsch. Das bedeutet aber auch, dass die damals angelegte Verflechtung für uns heute die Aufgabe darstellt, immer beides zu denken. Ohne Atomenergiebeendigung wird es keine Beendigung der Atomwaffennutzung geben und ohne Ausstieg aus Atomwaffen wird es auch keinen gelingenden Atomenergieausstieg geben. Dies ist mein letzter Punkt in dieser Debatte, der aber wirklich eine weitreichende Aufgabe für uns alle darstellt. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Judith Scudelny für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Frau Kotting-Uhl, Sie haben heute hier und im Ausschuss was richtiger gemacht als in Ihrem Antrag. Sie haben nämlich dieses Reaktorunglück von Fukushima eingeordnet in der Dreifachkatastrophe. Im Ausschuss haben Sie es noch ein bisschen präziser gemacht. Sie haben gesagt, es ist eine Dreifachkatastrophe, von dem ein Teil eine Naturkatastrophe ist, aber das Reaktorunglück etwas ist, aus dem wir lernen können. Ganz ehrlich, dieser Teil fehlt vollständig in den schriftlichen Ausführungen Ihres Antrags. Und das macht diesen Antrag leider menschlich gesehen nicht so gut, wie er hätte sein können. Noch mehr aber hat mich tatsächlich Ihre Argumentation verwundert gegenüber den Kernkraftbefürwortern. Und da kann ich mich meinem Vorredner von der CDU nur anschließen. Die einzigen Gründe, die für Sie zählen, die Sie sich vorstellen können, ist Machtgier, Naivität und Bestechlichkeit. Und wenn man sich vor Augen führt, über wen Sie da sprechen, da sind Demokratien dabei, befreundete Staaten. Sie reden über Japan, Frankreich. Sie können doch nicht ausgehen davon, dass die einzige Krönung der Intelligenz die Grünen-Fraktion im Deutschen Bundestag ist. Ganz ehrlich, andere Nationen haben auch kluge Menschen. Und das, was Sie hier formulieren, ist schlicht und ergreifend arrogant. Und Ihr Antrag ist damit keine Handreiche an derer, die Kernenergie befürworten, die vielleicht eine Handreichung dazu brauchen, andere Energieerzeugungsformen und andere Formen für besser zu befinden. Sie ist ein Faustschlag ins Gesicht derer und dazu geeignet, jegliche Diskussion und Argumentation und Kommunikation einem Ende zu setzen. Und das ist das Letzte, was wir im Bereich der Kernenergie und der Sicherheit brauchen. Ein Beispiel davon haben Sie selber genannt, nämlich das Wasser einlassen in den Pazifik. Und da sehen wir, es gibt technische Lösungen dazu. Die technischen Lösungen sind nur aufgrund der Menge des Wassers nicht einfach umzusetzen.
Und diese technischen Lösungen, da können wir vielleicht eine Hilfestellung leisten. Aber würden Sie jemanden um Hilfe, um Kooperation, um Zusammenarbeit bitten, der Sie für naiv, bestechlich und machtgierig hält? Wir brauchen ein partnerschaftliches Miteinander, um die Sicherheit auf der Welt zu erhöhen. Und dieser Antrag ist mit Sicherheit kein Beitrag dazu. Beim Lesen Ihres Antrags, er hat gute und schlechte Seiten, aber die Inhalte treten leider völlig in den Hintergrund. Der arrogante Ton und die Überheblichkeit, die sich hier durchspiegelt, steht leider Gottes im Vordergrund und deswegen werden auch die guten Argumente von den richtigen Personen nicht gehört werden. Das Wort hat der Kollege Ralf Lenkert für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Am 11. März 2011 ereignete sich eine verheerende Katastrophe in Japan. Ein extremes Erdbeben der Stärke 9 traf die Ostküste. Der dadurch ausgelöste Tsunami, der stärkste seit 400 Jahren, überspülte weite Küstenbereiche. Über 20.000 Menschen verloren ihr Leben, Städte und Dörfer wurden dem Erdboden gleichgemacht. Zu dem menschlichen Leid und zu den Zerstörungen kam dann noch die radioaktive Verseuchung durch den Super-GAU des Atomkraftwerkes Fukushima Daiichi. Über 450.000 Menschen mussten evakuiert werden. Bis heute können viele Menschen trotz Entseuchungsmaßnahmen nicht in ihre Heimat zurückkehren. Die Menschen der Region leben seitdem mit der Furcht vor zukünftigen Krebserkrankungen. Schon heute steigt die Zahl der Fehlgeburten und Missbildungen bei Neugeborenen. Millionen Kubikmeter kontaminierter Böden müssen dauerhaft sicher verwahrt werden. Unmengen verseuchten Wassers traten in die Umwelt aus oder lagern in Tanks. Bitter ist, die menschengemachte radioaktive Verseuchung hätte vermieden werden können, wenn der Betreiber die japanischen Vorgaben eingehalten hätte, nach denen das Atomkraftwerk auf Erdbebenstärke 8 hätte ausgelegt werden sollen. Der Betreiber TEPCO hatte die Reaktoren nur auf Erdbebenstärke 7 ausgelegt. Historische Aufzeichnungen belegen, dass es in der Region Fukushima bereits Tsunamis von 15 Meter Höhe gegeben hatte. In den Verhandlungen mit den Aufsichtsbehörden war es TEPCO gelungen, die Tsunamischutzanlagen nur für 5 Meter Tsunamis auszulegen. Dieser verheerende Tsunami hat im Bereich des Atomkraftwerkes eine Höhe von 14 Metern. Ein benachbartes Atomkraftwerk, ausgelegt und gebaut für Erdbebenstärke 8, mit einer Schutzmauer gegen 15 Meter Tsunamis, überstand Erdbeben und Tsunami. Es war das Profitstreben, das zur Katastrophe führte. Umgerechnet 160 Milliarden wird der Rückbau des havarierten Atomkraftwerkes kosten. Über 60 Milliarden Euro wurden an Entschädigung bereits gezahlt. Hinzu kommen Milliardenkosten für Dekontamination und das sichere Verwahren des radioaktiv verseuchten Materials und des verseuchten Wassers. Und dies alles bezahlt nicht von Unternehmen, sondern vom Steuerzahler. Es wird immer Naturkatastrophen geben, die niemand erwartete, die stärker ausfallen als berechnet. Aber es gibt eine Möglichkeit, das Leid und die Kosten durch Atomkatastrophen zukünftig zu vermeiden. Den endgültigen Ausstieg aus der Atomenergienutzung und das Beenden des Euratom-Vertrages. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen des 17. Deutschen Bundestages, die im Angesicht von Fukushima in Erinnerung an Tschernobyl den deutschen Atomausstieg beschlossen haben. Es war ein richtiger Schritt für mehr Sicherheit. Vom menschlichen und technischen Versagen können wir nicht geschützt werden. Unnötige Risiken sollte man vermeiden, wenn man klug ist. Vielen Dank. Die Rede des Kollegen Michael Kiesling für die CDU-CSU-Fraktion nehmen wir zu Protokoll. Ich schließe die Aussprache.